Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh. Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Ooh. Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Kurze Einführung ins Video, damit ihr euch nicht wundert. Wir machen eine Fußball-Challenge mit Schlotte und mit Flo Wirtz. Wir hatten vor einiger Zeit dort einen Dreh, da ging es um den neuen Schuh. Und erstmal da dickes Dankeschön auch an Adidas, das zusammen mit Flo Wirtz machen zu dürfen. Also wir haben ja den Schuh vorgestellt, den neuen Schuh. Auch in Berlin sind so große Plakate von mir und ihm. Das ist schon sehr, sehr cool. Und ich war dort nach einem Nationalmannschaftstraining. Und da hat Schlotte netterweise auch nochmal mitgemacht bei der Challenge. Eigentlich war geplant, eher so nur eine Übung zu machen, aber mir zuliebe haben sie dann noch 3-4 Übungen hinterhergehauen. Also sie hatten davor Training und sie mussten danach noch zu einem Shooting, ne? Also nicht wundern, dass das ein bisschen schnell geht alles. Also das Video geht nicht ganz so lange. Ich bin sehr froh, dass sie sich überhaupt die Zeit genommen haben und dass das dann auch berücksichtigt wurde, dass ihr euch da nicht wundert. Weil sonst dauern ja die Fußball-Challenges immer ein bisschen länger, aber da hatten wir einfach nicht so viel Zeit, logischerweise. Aber sie haben es trotzdem gemacht, was ich sehr, sehr cool finde. Und das war mir wichtig, nochmal vorher zu sagen. Wir hatten auch leider keinen richtigen Torwart, weil das, wie gesagt, alles so ein bisschen spontaner war. Dann mit der Challenge, mit der Fußball-Challenge für mich. Aber sehr nett, dass ihr mitgemacht haben. Lasst bei den Jungs auf jeden Fall ein Follow da. Genießt das Video. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und es läuft ja auch ein Gewinnspiel. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute die nächste Fußball-Challenge mit Schlotte und Flo. Wir werden heute ein paar Übungen für euch aufnehmen. Wir sind hier auf dem DFB-Campus in Frankfurt. Checkt die beiden auf jeden Fall sehr gerne ab. Instagram haue ich euch in die Beschreibung rein. Und was denn? Alles gut, Mann. Super. Wir fangen jetzt an. Lasst ein Like da. 50.000 Likes, würde ich sagen, kriegen wir auf jeden Fall hin. Die letzte Challenge war Fußballprofi, glaube ich, gegen Toni Kroos und da habe ich sogar gewonnen. Also Jungs, falls es hier irgendwie nicht funktioniert, ist nicht schlimm. Erste Übung, Flo wird anfangen, ist ein Parcours. Hier den Ball vorbei spielen, dann auch rein, dann hier vorbei, dann hier trainieren, glaube ich, aber schnell halt. Zack. Währenddessen schießen Schlotte und ich ihn ab, aber nur auf die Füße. Und dafür gibt es dann Minuspunkte mit den Nerf-Guns. Auf die Plätze, fertig, los. Geht jetzt schon los. Auf den Treffer. Auf die Plätze, fertig, los. Auf Fuß! Ja! Hast du jetzt die ganze Zeit gesehen? Jetzt ist hier drauf und dann mal die Gesichter filmen. Da verstummen sie nämlich. Damit wir sie mehr festgehalten haben. Einer der schlechtesten Imposter, aber ein ganz guter Kumel. Auf die Plätze! Fertig, los! Nee, nee. Ich kann euch das nochmal zeigen, bitte lass. Rechts ist schwer, weißt du? Ach, bis links, bestimmt. Auf die Plätze! Fertig, los! Wie viele Waffen hatten die denn gerade davon? 17 Waffen hatten die gefühlt. Fingerfertigkeit pro. Schnelles Nachladen habe ich jetzt hier drin. Fertig.
Alter. Ja, doch, gut dabei. Was war das denn, Digga? Ich bin einmal rumgelaufen. Ja, das ist der Einzige, der nicht die Latte getroffen hat, ne? Okay, Freunde. Zweite Challenge. Da gibt es so einen englischen Ball. Machen wir hier einen. Uncut. Ne? Erster Kontakt annehmen und dann beim zweiten Abschluss. Flo ist im Tor. Flo ist im Tor. Einer der Vorstandsmitglieder von Delay Sports. Ich brauche heute ein Apparat, Flo. Das, wenn euch das hier schon mal gefallen hat, ein Like da. Sehr cool, dass sie sich hier auch die Zeit nehmen. Okay, wir fangen an. Ja. Treffer. War aber eine gute Vorlage, muss man sagen. Warum lacht er? Aber die sind schwer. Ohne Witz, die sind echt nicht so einfach, die Dinger. Aber ich wollte sie auch oben in den Eck hauen. Aber die haben auch Spin. Punktestand, Schlotte 1, Floor 2, Edigello 0, aber ist okay. Dritte Übung, hochwerfen, saugen und mit dem spätestens dritten Kontakt aufs Tor hauen. Drei schon wieder. Na, oder zwei? Ja, das sind drei, passt schon. Du bist ja dabei. Na, okay, ich mach auch zwei. Für so eine kleine Sprüche, zwei Kontakte. Perfekter Ärger. Boah, guckst du blöd, ne, beim Linken. Ja, was? Ja. Das war, aber der hat der Finger safe ist, Finger safe. Musstest du den reinlassen? Ja, du musst den reinlassen. Ja. Das ist ein Manager. Boah. Der stinkt, ja, der stinkt. Was ist schon nach vorne? Der fliegt schon nach hinten auf. Der hat auch geflattert. Da scheppert's dann! Okay, gut. Bei der Reingang hätte ich mir was anhören können. Nee. Also es ist hier Kreisliga C gegen Nationalmannschaft, ne? Und die ersten Kontakte, die sahen jetzt ganz cool aus in der Kreisliga. Ja, Freunde, das war die dritte Challenge. Sag denen das nochmal den Zuschauern. Schlotter ist auf eine gute Idee gekommen. Elfer schießen. Du sagst, aber wir ich gehe ins Tor zum Beispiel, Flo schießt und ich sag ihm aber, wo er hinschießen soll. Und wir haben eine sehr, sehr coole Sache. Wir können dieses Trikot verlosen zum 1000. Spiel der Nationalmannschaft. Unterschreiben wir alle drei nochmal. Ihr müsst dafür den beiden auf Instagram folgen und einen guten YouTube-Kommentar, irgendeinen coolen Kommentar in die Kommentare, Like da lassen und viel Spaß beim Gewinnspiel. Verarsch mich wegen meiner Unterschrift, Elias, dass das ein S ist. Aber deine kann man auf jeden Fall top lesen. Man weiß nicht mehr, welche davon deine ist. Das ist deine. Also für die Zuschauer, oben rechts. Schießt du dir auch bei Leverkusen die Elbe? Ne, wer schießt die? Alassios. Alassios? Vielleicht noch mal. Hast du schon mal geschafft? Ne. Ne? Na dann wird es jetzt Zeit. Nach oben links. Wo?
Also ich sag's dir jetzt nochmal, 8 von 8 in der Kreisliga C bis jetzt. Noch kein Elfer verschossen. Schlecht. Da kannst du dich auch so lang machen, wie du willst hier. Da kommst du nicht ran. Also warte, ich wusste nicht, was ich das geht ja nicht hin. Oben rechts. Ich hätte einen Witz auf Lager, aber ich glaube, es ist noch zu früh. Ich wollte sagen, er hätte den auch nicht schießen sollen bei dem letzten Spiel gegen Mainz, aber das ist mir zu früh alles hier noch. Ich glaube, man merkt es, die sind noch, es ist noch, es sitzt hier noch tief drin. Ganz entspannt. Aber der hat mir da dahin gezeigt, und ich dachte, der war wirklich, du hast ihn sogar dahin gezeigt. Mach mal diesen, weißt du, du tust so, als würdest du mit links oder du schießen und dann tippst, machst du jetzt schon diesen Pickel, kennst du? Okay, ich probier's. Irgendwo hin, wo du willst. Okay Freunde, das war's vom Video. Lasst gerne ein Like auf das Video da. Die Jungs müssen jetzt auf jeden Fall wieder los. Sehr cool, dass ihr hier am Start wart, dass sie sich die Zeit genommen haben. Danke auch nochmal an Adidas für die Einladung. Wenn ihr das Video seht, ist der Schuh hier schon draußen. Checkt den gerne ab. Wir beide durften den vorstellen. Und Schlotte, du wirst mit den Dingen auch ein paar Dinge haben. Ja. Wann geht's denn los? Wann geht's denn los bei euch? Pulli. August, ne? Ja, passt. Erstmal Urlaub. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Für das Trikot, Kommentar in die Kommentare und checkt die beiden Videos.